Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum LS19 Seasons Projekt. Und ja, es hat fleißig geschneit hier auf der Farm. Und ich würde sagen, wir steigen hier gleich in den Trecker ein und arbeiten fleißig weiter. Ich habe mich nochmal erkundet, was der Schnee überhaupt bringt. Im Prinzip bringt der uns gar nichts, außer natürlich den weihnachtlichen, winterlichen Flair auf der Karte. Aber die Zeit sollen wir halt nutzen, also die Winterzeit ist halt am besten zu nutzen, indem wir uns um die Tiere kümmern und vor allem um Forstwirtschaft. So, jetzt haben wir natürlich auch gar keinen Forstbereich, wo wir Forstwirtschaft betreiben können. Das heißt, uns bleibt aktuell eigentlich nur die Möglichkeit, sich um die Tiere zu kümmern. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns in dem Bezug auch gleich weiter vorbereiten. Und zwar in der Hinsicht, dass ihr seht schon, ich steige hier schon in den Trecker ein, dass wir den Futtermischwagen nochmal befüllen. Das heißt, dass wir schon mal weiteres Futter mischen, weil natürlich haben wir ja jetzt auch noch zwei weitere Kühe dazu bekommen. Ja, und dann haben wir nicht nachher den Stress und kriegen das nicht hin, weil wir im Zeitdruck sind oder so. Das heißt, wir bereiten das jetzt fleißig schon mal im Vorfeld vor. Ja, und dann ist das auch alles schon fertig und dann kann das Ganze losgehen, wenn wir das halt brauchen. Und ja, das mache ich auch direkt. Ich steige hier kurz rein. Ich würde sagen, wir starten erstmal wieder mit ein bisschen Stroh. Da habe ich doch hier noch ein bisschen was im Dings drin, in der Schaufel. Aber da müssen wir uns halt auch nochmal irgendwie was überlegen, weil ich überlege gerade, sollen wir was hier hinkippen? Eigentlich ist das doof, wenn wir das jetzt hier hinkippen. Weil ich weiß nicht, ob das nicht nachher ein Durcheinander gibt, nachher mit dem Schnee und so. Deswegen fahre ich jetzt eben runter und wobei, ich brauche gar nicht hier runterfahren mit dem. Ich habe eine viel bessere Idee und die lautet, wir nehmen uns einfach, genau, den Trecker hier. So, Motor an. Danke. Wir nehmen uns einfach den Trecker und packen in den einfach, also hier hinten in den Anhänger halt direkt das Stroh rein. Das ist auch viel besser. So. So schlau muss man erstmal sein. Oh, da rutscht es wieder. Da gibt es ein bisschen hier Anti-Rutschgefahr. Nee, Rutschgefahr, nicht Anti, sondern das rutscht ja. So, so. Machen wir das mal auf. Dann sagen wir Stroh. Oh Gott, nein, falsch gedrückt. Scheiße, stopp. Ich hoffe, ich kann das so ausgleichen. Das war natürlich jetzt sehr viel. Das war gar nicht geplant. Alter, und da rutsche ich schon wieder in die Laterne rein. Ich drehe durch. Jetzt hat sich das Gewicht auch noch verhangen. Ey, oh Leute. Was ist denn los hier? So, Futter haben wir jetzt. Aber wir brauchen natürlich Mischfutter. Und dafür müssen wir natürlich jetzt hier noch mal ein bisschen Silage in das Ganze reinballern. Fahre ich hier mal. Doch, sich die Ballen da umschubsen. Bloß nicht die Ballen umschubsen. Gefährlich nah dran, aber ich glaube, das kriege ich hin. Dann springen wir in den Trecker hier, Schlepper hier eben schnell rein. Und was wir natürlich dann auch machen müssen, wenn wir in die zweite Season starten. Also, oh, guck mal, jetzt haben wir hier doch ein bisschen Spurrille. Das ist echt cool. Aber wenn wir dann nachher in die zweite Saison im Prinzip gehen, dann müssen wir natürlich hier auch noch ein bisschen weiter Silage machen. Deswegen versuche ich jetzt vielleicht noch ein bisschen Silage halt wegzumachen. Im Sinne von, wir benutzen das. Und damit wir dann nochmal ordentlich hier das Silo auch voll knallen können. Damit wir da auf jeden Fall weiter aufbauen.
gucken wir mal. Ist immer noch Futter. Das heißt, wir brauchen immer noch Silage. Das heißt, wir holen uns dann gleich nochmal eine Schaufel. Mich hier vorne gleich, hier vorne mal gleich weg. Huch. So. Oh, ein bisschen was ist hier ja tatsächlich. Also, das war gar keine schlechte Idee, das zu machen. So. Futtermischwagen. So, die ballern wir da gleich rein, die ganze Schaufel. Jetzt gucken wir hier nochmal. Das sieht schon besser aus. Ich würde aber ganz gerne noch eine Schaufel hier reinmachen. Ich hoffe so sehr, dass wir das Stroh damit ausgeglichen bekommen. Vielleicht brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen Gras, aber oder Heu vielmehr. Aber ich weiß nicht, ob wir prozentual da irgendwie noch was reißen können, aber wir probieren es. Wir probieren es. So, ist immer noch Futter. Ja, Stroh ist halt echt viel zu viel. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall noch mehr Silage reinpacken. Das heißt, ich hole jetzt hier nochmal so zwei Schaufeln, wenn's passt. Die wir da reinfahren. Wenn man das halt auch einmal erst raus hat, dann geht das ja, ne? Aber um erstmal so den Anfang zu kriegen, und ich muss sagen, ich habe im LS echt noch nie richtig Kühe gehabt oder gemacht. Das heißt, das ganze Mischverhältnis und so, das habe ich noch nicht so im FF drin, aber ich sag mal so, das erlernen wir uns ja hier zusammen, ne? Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, jetzt müsste der Anhänger aber auch bald voll sein. Na, das ist nämlich das ganz große Problem. Gras brauchen wir auf jeden Fall noch. Gras bräuchten wir noch. Mal gucken, ob wir das da... Oh, guck mal, jetzt kommt auch die Sonne raus hier. Müssen wir mal gucken, ob wir das da direkt rausholen können. Wobei... Nee, das war doch Heu, ne? Warte mal, ich probiere das jetzt nochmal. So, langsam kann das hier auch mal wieder tauen. Weil ich möchte wieder rauf aufs Feld, Freunde. Das bringt, nützt nichts. So, nee, Stroh nicht. Heu haben wir hier drin nicht. Okay. Dann müssen wir die Ballen da reinpacken. Uah, rutschen. Nein. Ach komm, das seht ihr jetzt kurz nicht. Mach mal die Augen zu. Okay, ihr könnt wieder aufmachen. So, was ist, wenn ich jetzt hier was rauskippe? Maximales Futter ist erreicht. Okay. Okay, okay. Aber wir brauchen noch... Ja, ich muss es probieren, ne? Ich muss es probieren, noch eine Balle da reinzuschmeißen. Wahrscheinlich nicht... Oh doch, ist reingegangen. Perfekt. Hoffentlich ist es jetzt wieder Mischfutter. Nicht so ganz, ne? Wir haben halt wieder viel zu viel Stroh drin, aber das machen wir nachher, wenn wir hier... Ach, wobei, wir brauchen Mischfutter, ne? Uiuiuiui. Wir haben ein Problem. Das Problem ist natürlich, ich habe hier jetzt keine gute Fläche, man den Kram halt hinkippen kann, ne? Ich meine, wir haben jetzt Futter, aber halt kein richtiges Mischfutter.
Ich weiß nicht, können wir hier irgendwas reinkippen vielleicht? Wir testen es mal. Futter. So. Jetzt haben wir das Gras komplett da drin. Wobei das ist ja Heu gewesen, ne? Müsste jetzt hier drin sein. Unter, das ist der Mist. Hier. So, das heißt, das hat uns ja noch nicht so viel gebracht. Wir können jetzt noch mal weiterkippen und gucken, was wir dann weniger werden. Jetzt packen wir Silage rein. Und jetzt packen wir Stroh rein. Okay, wir machen mal Stopp. 20% Stroh. Okay, das ist ja eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn wir das hier reinballern können. Dann liegt es zumindest nicht irgendwo doof rum. Das heißt, wir packen jetzt auf jeden Fall das Heu dazu. So, Silage erstmal rein. Huch, achso, hier, das brauche ich ja. So, Silage, das ist gut. Und Heu. Ey, Leute. Bitte, was ist hier denn los? Okay, warte mal. Wir können hier auch noch mal ein bisschen... So ein bisschen, Dings reinmachen. Halt! Nicht wieder so viel... Stopp, 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 stopp. Oh, das war wieder zu viel, ne? Ich dreh durch. Ich hab das noch nicht so drauf mit den Knöpfen. Es tut mir leid. Scheiße. Ich fahr noch mal rum hier, komm. Wir haben ja sonst nichts vor, Leute. Was soll's? Ich meine, es schneit hier halt immer noch wie Hulle. Und in der Zeit können wir hier mal das richtig perfekte Mischfutter herstellen. So, natürlich ballern wir jetzt wieder erstmal alles wieder raus. So, und dann machen wir hier wieder auf 20%, wunderbar. Okay, zack. Und dann machen wir erstmal die Silage hier wieder rein. Nee, kein Stroh, Alter. Hau ab mit dem Stroh. So, Silage und Heu. So, und jetzt mache ich nochmal ganz Spritzer hier Stroh rein. So. Dann noch eine Balle da rein und dann ist perfekt. Das sage ich euch. Das sage ich euch. So, ich fahre mal schnell über das Silo. Juckt ja keinen. Stehe ich zumindest ein bisschen gut. Anti-Rutsch und so. So. Jetzt noch eine Balle da rein und dann ist alles tippitoppi. Tippitoppi. Aber das ist natürlich auch gut, dass wir das alles ins Silo packen können. Das heißt, theoretisch könnte ich die ganze Silage, wenn wir nicht fertig werden damit, einfach ins Silo reinfahren. Und dann können wir schon mal neue produzieren. Da habe ich richtig gute Idee, oder? Das ist doch eine richtig gute Idee. So, jetzt wird's ernst, Leute. Ich hoffe, das reicht. Und bestes gemischtes Futter hier am Start. So, das heißt, wir fahren da auch gleich mit rein, weil die brauchen ja ein bisschen gemischtes Futter. Und da würde ich sagen, da kippen wir auch gleich ab hier. Achso, Mischfutter ist voll. Hä, Mischration wollen die doch. Mischfutter wird hier nicht angenommen. Das ist ja was anderes. Wo wird denn das angenommen? Hier? Nur hier am Anfang, oder was? Ja. Nur hier am Anfang. Okay. Aber damit haben wir die Kühe jetzt eigentlich fast komplett im guten Zustand. So, das heißt, wir müssen jetzt nur zusehen,
dass wir das beibehalten, weil ich wundere mich natürlich auch, dass da noch keine Milch ist. Ich weiß nicht, muss man die per Hand melken oder was? So, den können wir ja erstmal kurz hier ausmachen. So, warte mal. Muss man hier irgendwas machen? Hier ist ja nur der Trigger, ne? Muss man irgendwas an der Kuh machen? Ja, Mu. Hier irgendwas an der Kuh machen? Wo ist denn der Melkroboter eigentlich? Nicht, dass es deswegen nicht geht. Aber eigentlich müsste es ja Milch geben, oder? Nicht fruchtbar, was? Warum? Mist haben wir auf jeden Fall schon ohne Ende und Gülle haben wir auch schon ein bisschen. Also vielleicht dauert das auch einfach bis die Milch kommt. Keine Ahnung. Gut, aber dann würde ich sagen, Leute, vielen Dank fürs dabei sein und lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt ein nettes Kommentar rein, das wäre auch ganz cool und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn es hier weitergeht mit dem LS19 und dem schönen Seasons-Mod. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao!